Ja, mein Name ist Lukas Gerz, ich bin Juniorberater bei Espresso Nuts GmbH und wir machen da Beteiligungsprojekte, sehr viel oder hauptsächlich online mit dem Fokus auf Jugendbeteiligung. Ich habe hier gerade eine Barcamp-Session geleitet zu einem Projekt, das wir gerade machen, und die Barcamp-Session hieß, wir bauen ein Jugendhaus, weil wir momentan für 2,4 Millionen Euro in Biberach mit Jugendbeteiligung via Facebook-Gruppe ein Jugendhaus bauen. Ich habe es gerade vorgestellt, wie das läuft. Das läuft so, dass vier Architekturbüros beauftragt wurden, Pläne zu gestalten, und die werden dann in die Jugendbeteiligungsgruppe auf Facebook hochgeladen. Die Jugendlichen kommentieren das, dann geben wir das in ein Kolloquium weiter, das auch Sachverständigen besteht, aus dem Oberbürgermeister, aus dem Baudezernenten und weiteren, aus Jugendinitiativen, Vertreter davon, auch aus von jemand von uns. Und die kontrollieren das auf Qualitätsmerkmale, auf architektonische Merkmale, auch auf Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit. Und dann gehen die Pläne an die Architekturbüros und die ändern dann die Pläne nach den Wünschen der Jugendlichen ab. Das habe ich gerade vorgestellt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab auch sehr interessante Rückfragen. Wie funktioniert Facebook? Wie funktioniert eine unstrukturierte Diskussion, die dadurch entstehen? Was ist unsere Rolle als Moderation? Wie schaffen wir das? Welche Ideen wurden neu gefunden von den Jugendlichen? Und wie kommt es auch bei den Jugendlichen an? Und das habe ich gerade alles erklärt. Das hat Bock gemacht. Ich habe auch was mitgenommen davon, weil auch Fragen kamen, die ich so als Moderation auch nicht mehr wirklich im Hinterkopf hatte, weil ich das ja jetzt schon sehr, sehr lange mache. Und ich hoffe, dass auch die Leute, die da waren, war sehr gut besucht, auch was von mir mitgenommen haben. Und ja, das macht Bock hier auf der Konferenz, und dass wir auch E-Partizipation auch weiter ausbauen können und auch gegenseitig von uns lernen können. Dafür ist die Konferenz da, und da freue ich mich auch noch, den ganzen Tag bei anderen Barcamps zuzuschauen.